Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Willkommen in Welt Nummer 4 der Asia-Welt. Ich habe zwar noch ein bisschen, Säuberungsarbeit zu machen in der Bonuswelt von Welt Nummer 2, aber ich habe den Geheimausgang da immer noch nicht gefunden und ja, bevor ich den nicht finde, bringt es ja nichts, sich noch die Münze zu krallen. Also, falls jemand noch eine Idee hat, wo ich den Ausgang finden könnte, schreibt's ruhig in die Comments. Ich habe schon beim Powerblock gesucht, ich habe überall gesucht, ich habe keine Ahnung. Aber egal. So, Asia-Welt, Bamboo Steps. Wir befinden uns hier in Sakura Village. Sehr schön, Frühling. Aber, Moment. Frühling und Kirschblüten? Passt das zusammen? Ich weiß es nicht. Was ich gerade bemerkt habe... Oh, was ich auch gerade bemerkt habe, Shy Guys. Und Holy Mollies. Nein, was ich gerade bemerkt habe, ist... Der Title Screen, der Startscreen also, ändert sich je nachdem, in welcher Welt ich mich befinde. Also, ich mach mal wieder alles total toll. Also, die Macher dieses Hacks stehen auf Details. Das finde ich ziemlich cool. Fail. Weiter nach oben. Komm schon, Mario. Wenn wir hier schon irgendwelche Geheimnisse finden... Dann sollten wir das Ganze auch ordentlich machen. Bambus! Ach so, okay. Ich muss immer in die richtige Richtung klicken und dann springt Mario in die Richtung. Ah, okay. Gut, das war mir nicht ganz bewusst. Und ab runter. Ansonsten, ja. Haben wir hier Shy Guys gesehen. Da rechts ist einer. Mit ihren tollen Masken. Ja, Shy Guys haben ja keinen wirklichen Auftritt in New Super Mario Bros. Wii bekommen. Deswegen sind sie jetzt hier gelandet, im Hack. Ich bin ja mal gespannt, ob ich die Teile aufnehmen kann. Denn ich kann mich irgendwie noch an ein altes Mario-Spiel erinnern. Wow, ach, Morgensterne überall. In der man die Teile wegwerfen konnte. Moment, das muss ich mal ausprobieren. Komm her, springt der da runter? Offensichtlich. Gut, die roten springen runter, wie die grünen Koopas und die blauen laufen rum. Okay, also sie brauchen schon mal zwei Hits, bis sie dann endlich draufgehen. Ja, ja, Kirschblüten. Schöne Sache. Ich finde das Asia-Thema eigentlich ganz cool. Es ist auch... glaube ich, eine komplett neue Idee. Oder gab es so ein Asia-Thema schon mal in den Mario-Spielen? Ich glaube nicht. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich bin ja gerade dabei, Japanisch zu lernen. Fragt mich nicht, warum. Man muss ja auch mal was machen, was man ansonsten, ja, wo man nicht so viel Zeit mit verbringt. Und ich glaube, eine Sprache lernen ist so das Letzte, was ich im normalen Alltag mache. Wer es nicht weiß, ich bin Ingenieur. Oder Ingenieur, schwer auszusprechen. Also doch eher mit den Naturwissenschaften beschäftigt. Ups. Ah! Ich töte die irgendwie immer gleich. Oh, oh! Röhre! Hätte ich fast übersehen. Sehr wolkig hier. Ah! Nakitu! Sei mir gnädig! Und bewirf mich nicht. Das wäre mir sehr lieb. Und schon geht's wieder raus. Scrolling Level. Wir alle lieben sie. Wir alle lieben die Scrolling Level. Denn sie sind so toll. So leicht. Und den will ich haben. Danke. Ups. Und Donuts. Jeder mag Donuts. Naja. Nicht wirklich. Nicht wirklich jeder. Ups. Na, wann sind wir unten angekommen? Ich vertraue den Donuts. Oder auch nicht. Ha, ich kann mich ja hier festhalten. Bambos for the win. Und Kirschbäume. Kirschblüten fest. Ah, ich habe den Namen vergessen. Naja, egal. Und das war das erste Level.
So, weiter geht's. Kirschblütenlevel oder hier unten Flipblock Orchard. Cool. Okay, 4-2. Das hört sich an, als ob es genau für mich geschaffen ist. Ich hoffe ja, dass es hier jetzt wieder ein Bonuslevel gibt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass in Welt 3 keins auf mich gewartet hat. Yay, Drehblöcke. Zack, bumm. Da kann man auch viel mitmachen. Viel Unsinn, vor allen Dingen. Zack. Naja, ein paar Münzen, dafür ist es ja nicht wirklich wert. Aber für ein paar mehr Münzen, da kann man sowas schon mal machen. Ich will ja unbedingt noch auf 99 Leben kommen, bevor die schweren Level anfangen. Was sicherlich bald der Fall sein wird. Ich gehe unten lang. Nein! Killer Goomba! Ein Attentat! Auf Mario. Okay, ich will danach. Nach da rechts. Das sieht gut aus. Ah ja. Okay. Wir wollen also nach oben. Kriegen wir das hin? Sprung. Nein. Nein. Tja, was ist der Trick bei der Sache? Ups. Der Trick dabei ist Timing. Genau dann. Nein. Fast. So, warten wir hier kurz. Eins, zwei, drei. Und ups. Genau. Und ab nach oben. Haha, funktioniert. Also, wie habe ich es gemacht? Kurz den unteren anstoßen, dann warten. Dann die oberen anstoßen. Feuerwehr? Naja. Ihr wisst ja, bei mir ist total Durchfahrtsstraße. War früher mal nicht so. Aber naja, nicht so schlimm. Regt mich nicht so sehr auf. Hammerbrüder! Oh! Wow. Sehr schön. Genau, mittendrin getroffen. Und weiter geht's. Müsste ich da oben sein? Das sieht mir fast danach aus. Okay, kein Flugpilz, aber von hier oben habe ich doch genug Anlauf, oder? Ups. Ja, okay. Bringt mir das irgendwas? Das ist hier die Frage. Hep. Hep. Tja, ich kann mich an den Hammerbrüdern vergehen. Aber ansonsten scheint es nicht der Fall zu sein. Okay. Dann weiter zum Airwalkenden Shy Guy. Triple Kill. So muss das. Geht's hier hoch? Nein. Und Yoshi's Island Musik. Tja. Aber die hatten wir ja schon öfter mal. Ist ja auch sehr catchy. Hier nach oben. Okay. Das ist mir irgendwie ziemlich viel, wo man hier was verstecken könnte. Oder irgendwelche kleinen Ausgänge hier oben vielleicht. Nö, ich habe nur Münzen erscheinen lassen. Auch nicht so schlecht. Gibt Schlimmeres? Okay, ab nach rechts. Und nicht von den Goombas töten lassen. Goombas mit ihren Reißzähnen. Ich sag's euch, das sind die Vampire der Mario-Welt. No. Ah. Naja. Immer noch erschreckender als Edward Cullen. Auf jeden Fall. Ah. Hammerbruder, tauch ab. Spring nach unten. Hätte ich jetzt noch ein Upgrade, würde ich es ja riskieren, aber so. Na, komm schon. Du willst es doch auch. Na. Blöd. War klar. Volle Kanne reingesprungen. Super. Hatte ich den Mittelpunkt? Ich glaube, ich hatte den Mittelpunkt. Sehen wir ja gleich. Jupp. Sehr gut. Okay. Und wieder der Airwalkende Shy Guy. Nein, nicht Goomba. Das sind keine Goombas. Ups. Ui. Damn it. Nein. Stirb. Danke. Ja, wenigstens hört er auf mich. Upgrade. Wo bist du? Ich glaube, hier war keins mehr, oder? Na, toll. All wieder dasselbe. Und keine Münzen mehr da. Tja. So. Wie mache ich es? Geschwindigkeit oder einfach warten? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich das da geöffnet hatte. Ja, er ist unten. Er ist unten. Toll. Noch mehr Hammerbrüder. Yippie-Hai-Du.
Oh je. So, also die zweite Münze muss ich jetzt eigentlich schon übersprungen haben. Das. Oder auch die dritte? Da oben? Gut. Wie zur Hölle komme ich da hoch? Das ist hier die Frage. Ah, vielleicht da links irgendwo. Ach, du meine Güte. Respawn! Respawnende Gummas. Okay. Na gut, wenn ich hier eine Münze vergessen habe, dann kann ich mir die zweite am Ende ja noch schnell holen. Besser versteckt als in der letzten Welt, auf jeden Fall. Da fängt's schon an. Ich bin ja immer echt gespannt, was es hier für Bosse geben könnte. Asia-Welt. Und vielleicht... Nee, es gab keinen geheimen Ausgang, aber dann hier vielleicht. Petal Lake. Mit Cheep Cheeps und Spinies übersät wahrscheinlich. Gib mir den tollen Anzug. Oh. Oh, an dem Bambus kann ich mich nicht festhalten. Sag das doch. Er ist wohl zu dick. Da kommt Mario mit seinen dünnen Ärmchen nicht drumherum. Okay. Nein, ich will mich nicht fressen lassen. Ich wollte doch nur das Leben. Klar, schmeiß mich in deine Freunde. Auf jeden Fall. Na, da gehe ich nicht nochmal runter. Zeit, Feuerblumenkraft zu verwenden. Wir haben ja so viel davon. Bald kommt der neue Shop, also können wir ruhig ein bisschen Dampf machen. Vor allen Dingen bei Cheep Cheeps. Ich weiß nicht, respawnen die, wenn man die einmal umnietet? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich glaube schon hier. Naja. Fliegende Fische. Kennt man ja. Fliegen Fischen. Uiks. No. Ganz ruhig, Mario. Ja, wir sind in einem Haifisch-verseuchten Teich. Na, ja, das wäre fast noch gelungen. Merkwürdig. Okay. Das ist ganz schön fies. Muss ich sagen. Jetzt hier. Okay, wir schwimmen. Hier unten drunter, war klar. Sniper-Cheep-Cheeps. Denen kann man nicht ausweichen. Die haben ein großes Zielfernrohr auf den Hintern tätowiert. Ah, sieht man nicht, weil man hier immer nur die Vorderseite sieht. Aber es ist unglaublich angsteinflößend. So schnell? Könnte es sein? Nein, okay. Keine zweite goldene Münze so schnell nach der ersten. Wuhu! Okay. Leute, wenn ihr da ein Item habt, haben wollt, lauft. Kann ich euch nur empfehlen. Und da waren wir schon drin. Und gucken wir noch die andere Röhre durch. Dort ist nichts. Oh! Knappe Sache. Ganz schön. Autsch. Mittelpunkt! Oh, wenn ich jetzt in den Cheep-Cheep reingesprungen wäre. Oh, hätte ich mich geärgert. da unten irgendwie lang. Komm, kann man da lang schwimmen? Schauen wir mal. Oh! Nein, offensichtlich nicht. Aus einer roten Röhre müsste ich herauskommen. Na, die möchte ich aber noch finden. Oder wir gehen einfach hier rein. Klar, warum auch? Schwer, wenn es auch leicht geht. Kann ich hier drunter weg? Sieht so aus, ja. Ja, ja. Ja, das hat Geheimgang-Qualitäten. Spannung pur. Geheimgang. Wuhu. Gefunden. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, in den Leveln, in denen Geheimgänge existieren, finde ich zuerst die Geheimgänge und dann erst die normalen. Sehr schön. Auf zum Shop. Und wir sind bei Sakura Souvenirs. Und er hat einen Fächer. Wie niedlich. Oh, das da unten sieht doch schick aus. Und genau 100 Münzen. Sehr schön.